Fake Eyes. Die Gitarre ist nach wie vor bis heute das Instrument, das mich durch alles durchtreibt. Don't you try to wait for me, you're wasting your time. I could be the one that makes you smile. Ich mag mich ganz genau noch erinnern, als ich das erste Mal eine Gitarre in der Hand hatte. Und die haben das so gehabt, als wäre das irgendwie etwas unglaublich Kostbares. Und ich bin so über die Seite gefahren mit meinen kleinen Fingern und habe so gedacht, irgendwann will ich Gitarre spielen können. Keep your roses to yourself, I won't let them grow. Take 2, oder was? Ich bin im Engadin gross geworden. Und alle, die das Engadin kennen, wissen, wie das Engadin klingt. Es hat eine unglaubliche Weite, die mich mega inspiriert. Immer noch. Aber auch vor allem als Kind hat es mich immer inspiriert, dort zu sein. Und das ist wirklich ein grosser, grosser Grund, warum ich heute immer noch singen und Musik mache. Das ist das Engadin. Die Klänge dort oben in diesen Bergwelten und die unglaubliche Kraft, die dort oben ist, das ist wirklich etwas, das sehr, sehr fest inspiriert. Les grises veilles, les ordels pros, es tiren wisch, gut mütches fedes, ils büscht stimm gar. In Gramujos, schu pobres armes bandunedas. Ich bin Musikerin, Sängerin, Komponistin. Ich singe auf Rätoromanisch, auf Englisch. Und es ist mehr als eine Berufung, mehr als eine Leidenschaft. De quoi m'enjoy sa soldum, la main il vent, sculo fin blinja, eula schier, e pirentum. Dann fatsch vers Cese spiele Pinja. Was sehr, sehr spannend ist, ist, dass viele mich fragen, warum hast du erst so spät angefangen auf Rätoromanisch zu singen? Weil ich habe ja wirklich angefangen mit dem Jodeln. Und habe nachher unbedingt einen guten Jazzgesang studieren. Also irgendwie schon die zwei verschiedene Welten sind ja so völlig weit voneinander entfernt. Und ich plötzlich als Engadiner Maitli das Gefühl hatte, ich muss weg in die Stadt. Ich bin eigentlich im Herzen ein Southern Girl. Das habe ich immer so von mir gedacht, mit 19.
Auf den Weg gemacht und auf die Suche gemacht nach wirklich meiner Stilrichtung. Und erst jetzt singe ich in Rätoromanisch. Und das ist wirklich etwas, was mich die Leute immer wieder fragen. Warum erst jetzt? Und dann finde ich, ich habe den ganzen Weg gebraucht von diesen verschiedenen Stilrichtungen, bis ich jetzt an den Punkt komme, wo ich weiss, was ich will. Ich weiß, wie ich tönen will und ich weiß, wo ich daheim bin. Ja? Take 8. Eines von diesen Volksliedern, wo ich finde, ist wirklich unglaublich schön, ist Il Böste Tamangur von Linard Pardil und Madeleine Stupan. Und es geht eigentlich wirklich darum, dass der Wald vom Tamangur, der ist in der Val Charles, im Bündnerland. Die Baumsorte ist vom Aussterben bedroht. Und das ist so ein bisschen unser Heimatslied. Also das ist eigentlich das Lied von den Rätoromanen. Dimmest du amo qua, tu bist Tamangur, il vento starlosa. Et in nun hast nimm glu. Es unnest unnen ubandum, en udun lag boschweire. Es unnest